Leute und willkommen zu meinem aktuellen Freitagsvideo. Diesen Freitag wollte ich mal über das Thema Erwartungen reden. Es kommt mir so durch den Kopf, auch weil bald Weihnachten ist und ich habe vor kurzem noch mit meiner Mutter drüber geredet und ja, dabei sind mir so einige Sachen aufgefallen, die ich jetzt einfach hier und jetzt mal loswerden will. Also, klingt komisch, ist aber so, ich habe nie Erwartungen so richtig. Ich kann es nicht abwarten, dass was passiert. Sowas wie, dass das iPad kommt oder ich kann unseren Weihnachtsbaum kaum noch abwarten. Oder, ja, es gibt viele Sachen. Aber was ich ehrlich sagen muss, ist, ich finde Erwartungen sind was Schwieriges, weil im Zweifel enttäuscht man immer irgendjemanden. So dieses ewige, ich erwarte, dass du artig bist oder ich erwarte, dass das und das, da ist man eigentlich am Ende immer enttäuscht, weil Menschen nun mal nicht, du kannst nie weiter gucken als vor die Stirn. Und, also entschuldigt übrigens, ich komme gerade aus der Badewanne, deswegen bin ich noch etwas klitschklatschnass und auch allgemein sitze ich nicht so gut. Aber mir ist in der Badewanne diese Idee gekommen und ja. Ja, und ich finde es furchtbar, dass wir immer versuchen, die Erwartungen von anderen einzuhalten oder zu erfüllen oder diesen Druck uns machen. Wir müssen doch, damit der und der. Also ich finde es ein Schwachsinn, weil ich sehe es jetzt an Weihnachten alleine. Meine Mutter will am liebsten das perfekte Weihnachten für die ganze Familie. Für mich, für meinen Dad, für meine Großeltern und für meine Schwester. Und natürlich auch für sich. Und da prallt es ja schon aufeinander. Das ist ja die Sache. Ich meine, mein Vater erwartet, dass man am besten unterm Baum sitzt, singt und überhaupt und eine Geschichte. Meine Großeltern würden gerne den Verstorbenen gedenken oder sowas und möchten am liebsten ein Festtagsessen. Ich glaube, meine Schwester möchte am liebsten, dass es ausfällt. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, da habe ich sie noch nie gefragt, fällt mir gerade auf. Und für mich klingt das perfekte Weihnachten einfach auf dem Sofa sitzen, ein Kaba trinken, einen Film gucken, sich Geschenke überreichen, unser alljährliches Weihnachtsessen, ein Käsefondue essen. Und fertig. Ich brauche keine Lieder, keine Geschichten, kein Gedenken. Ich will auch nicht unbedingt von tausend gefühlten Leuten umgeben sein. Für mich wäre Weihnachten am schönsten einfach, wenn es ruhig wäre, wenn es nur so kurzes, normaler Tag plus ein besonderes Essen. Das ist meine Erwartung an Weihnachten zum Beispiel, wenn Erwartung passt, aber mein Wunsch eigentlich eher. Aber da prallt es ja dann, wie man sieht, aufeinander. Weil die anderen in der Familie erwarten natürlich eine ganz andere Sache von Weihnachten. Und meine Mutter sagt dann sowas wie, ich möchte doch allen Erwartungen gerecht werden. Aber das kann man nicht. Weil sobald mehr als zwei Leute in einem Zimmer sind, ist bestimmt irgendeiner der anderen enttäuscht, weil dem seine Erwartung nicht erfüllt wird. Und da frage ich mich dann, Wozu mache ich mir den Stress oder auch jemanden anders und sag, hey, ich erwarte das und das. Oder auch in der Schulzeit, dieses ewige, ich erwarte, ihr habt die Hausaufgaben. Ich meine, warum soll er das erwarten? Er kann hoffen, dass wir sie machen, aber dieses Erwarten setzt ja eigentlich voraus, du musst es tun, irgendwie so ein bisschen in meinen Augen. Also natürlich auch diese Freiwilligkeit ist schon noch da, freier Wille und so, aber in meinen Augen ist dieser Vorsatz, ich erwarte, dass ihr das und das macht, auch so ein gewisses, ich will, dass ihr das und das macht und ihr müsst das und das machen. Und das finde ich komisch, weil wieso hat irgendjemand das Recht, jemandem anders zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat? Ich meine, ich für meinen Teil, ich will ja tun und lassen können, was ich will, wann ich will. Natürlich will ich nicht dabei irgendjemand anders verletzen oder irgend sowas, aber ich möchte einfach die freie Entscheidung haben,
will ich jetzt mein Abendessen um 20 Uhr essen oder will ich mein Abendessen morgen essen oder will ich halt gar nichts essen oder will ich erst um 16 Uhr mein Abendessen essen. Ich will nicht, dass da einer vor mir steht und sagt, ich erwarte, dass du jetzt um 18 Uhr hier hinsitzt und mit uns allen zusammen isst. Weil, entschuldigt. Kurz bevor ich das Video aufgenommen habe, habe ich noch mal schnell einen Käse reingezogen und der klebt jetzt fies. Ja, aber ich möchte einfach nicht, dass... Ich kann auch den Erwartungen nicht gerecht werden. Du kannst nie den Erwartungen zu 100% gerecht werden. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst versuchen, alle zu fragen, was sie denn gern hätten. Und dann kannst du schauen, inwiefern sich das vereinbaren lässt, was miteinander passt, was kollidiert, wo klappt's, wo klappt's nicht. Aber selbst das wäre mir zu viel Arbeit. Ich bin nicht dieser Mensch, der dann da hinsitzt und sagt, Leute, erzählt mir, was ihr von Weihnachten erwartet. Oder auch bei diesen Weihnachtsvorbereitungen. Ich will am liebsten einen Baum, der bis an die Decke geht. Der muss mindestens bis an die Decke gehen, da oben hin. Er muss an der Decke schrappen. Und der muss so breit sein, dass alles zu spät ist. Aber meine Mutter möchte zum Beispiel einen Baum, der maximal so groß ist wie ich und so breit wie ich, wenn ich so mache. Und mein Vater erwartet, dass er einen Baum kriegt. Was macht man dann? Dann gibt es eigentlich bloß die Möglichkeit, dass einer nicht bekommt, was er will. Dass alle bekommen, was sie wollen, aber dann halt an anderen Orten. Oder eben, dass einer sagt, okay, wir machen es so, wir suchen einen Kompromiss. Zum Beispiel ist es sowas wie, wir nehmen einen Baum, der nicht größer ist als du, plus diese Breite, und dann stellen wir es irgendwo drauf, damit es die Decke berührt. Und da ist dann das Wichtigste für mich bei Erwartungen, ist auch die Bereitschaft, einen Kompromiss zu schließen. Einfach zu sagen, ich verzichte insofern auf das, was ich erwartet habe, dass ich sage, okay, zur Hälfte gebe ich was weg, zur Hälfte behalte ich was, aber bitte mach du das dann auch. Und ja, da finde ich es dann wichtig, dass man sagt, was man will. Wir müssen als Menschen oder wir sollten eigentlich immer kommunizieren, was will ich? Was ist mir wichtig? Was brauche ich, damit ich glücklich bin? Was habe ich, dass ich schon glücklich bin? Weil das ist so eine Frage, die stellen sich ganz wenige. Die meisten überlegen sich bloß, was brauche ich noch, um glücklich zu werden? Aber was haben wir schon, um glücklich zu sein? Ich zum Beispiel, ich bin total happy dieses Jahr, weil ich endlich mein Hobby sozusagen ausleben kann und weil ich sehr viel Unterstützung in meiner Familie bekomme, um dieses Hobby auch auszuleben. Und das finde ich einfach das Schönste und das Beste, was in diesem Zusammenhang möglich ist. Und ja, ich brauche auch in gewisser Weise noch Hilfe, Unterstützung. Und ich brauche oft jemanden, der einfach mal Probe guckt, ob das, was ich sagen will, auch rüberkommt. Und dass ich das bekomme, ist für mich schon dieses Jahr das größte Geschenk überhaupt. Ich muss sagen, wie es ist, dieses Weihnachten habe ich eigentlich echt keine Wünsche mehr. Ich bin wunschlos zufrieden und glücklich, wenn man so will. Und ja, so sollte man es mal sehen. Wenn ich überlege, was brauche ich alles noch, um glücklicher zu werden, da fällt einem immer irgendwas ein. Aber einfach mal so zu sich zurückzukehren und in sich drin zu überlegen, was habe ich schon, was mich glücklich macht, was mir hilft, was mir Sicherheit gibt, was mich fördert, ist eigentlich auch mal was sehr Schönes und auch was sehr Wichtiges. Ich für meinen Teil habe das lange nicht verstanden und habe immer gedacht, wenn ich jetzt heute zum Müller oder zum Mediamarkt oder zu Euronics oder weiß Gott wohin renne und mir eine neue DVD kaufe, dann bin ich morgen bestimmt glücklicher. Mit dem Ergebnis, dass ich dann die DVD hatte, es hat mich dann auch kurzzeitig glücklich gemacht, aber spätestens nach einem Tag war diese Zufriedenheit, dieses Glück weg. Da habe ich mir immer die Frage gestellt, warum? Warum hält es nicht an? Und
natürlich war meine Erwartung in den Kauf, ich kaufe es mir und bin glücklicher. Aber was ich nicht überlegt habe, ist, kann es nicht eigentlich sein, dass ich schon zufrieden bin, dass ich zum Beispiel die Möglichkeit hätte, die DVD zu kaufen? Oder kann ich nicht schon zufrieden dadurch sein, dass ich einfach irgendwas Kleines habe, einfach nur an Kleinigkeiten mich freuen? Also ich habe offen gestanden bis zu meinem 20. Lebensjahr gebraucht, bevor ich ansatzweise verstanden habe, dass man sich auch über die kleinen Dinge freuen kann. Und ich war schwierig. Ich war wirklich schwierig, weil ich immer in allem Möglichen überlegt habe, wo findet man Glück, was hilft mir weiter und so weiter. Aber dabei nie überlegt habe, einfach mal die Zufriedenheit, das Glück und die Ausgewogenheit in mir zu suchen. Ich habe immer viel zu viel von anderen erwartet. Alle anderen sollen mich glücklich machen. Aber einfach mal zurückzukehren und zu erwarten, dass ich mich glücklich mache, darauf bin ich lange nicht gekommen. Und heutzutage ist mein Vorsatz, meine Hoffnung, meine Erwartung an mich selber, dass ich in mir zufrieden bin. Weil wenn ich in mir zufrieden bin, kann ich diese Zufriedenheit auch in einem gewissen Ton weitergeben. Und dadurch kann ich auch manch eine Erwartung, die an mich gestellt wird, oder auch Forderung oder Wunsch, einfach erfüllen. Und um miteinander zu leben, muss man einfach erstmal verstehen, oder sollte man verstehen, dass wir alle Erwartungen haben, dass wir alle Wünsche haben, dass wir alle irgendwas haben, was wir brauchen. Und dass der Wunsch des einen nicht ein Stück wichtiger ist als der Wunsch des anderen. Und dass wir in uns einfach mal überlegen müssen wir jetzt hier bei uns darauf bestehen, dass diese Sache, die uns so wichtig erscheint, auf jeden Fall passiert. Oder können wir einfach auf den Kompromiss schließen, dass wir an Weihnachten zu meinen Großeltern gehen, zusammen Fondue essen, Zeit miteinander verbringen und einfach Geschenke auspacken, zusammen uns einfach schön haben? Geht's nicht einfach auch so? Also, ich bin bereit, diese Sache zu tun, und ich hatte bisher eigentlich oft sehr schöne Weihnachtsfeste. Klar, es gibt Jahre, in denen würde ich lieber zu Hause sitzen und vorm Fernseher hocken und mir irgendwelche Fastfood reinziehen. Aber manchmal ist es einfach auch wichtig, nicht zu sagen, ich, sondern einfach auch mal zu sagen, lass es uns versuchen, dass es was Schönes wird. Ja, gut, das war mein Freitagsvideo. Was mache ich diesen Freitag noch? Wahrscheinlich das, was ich jeden Freitag mache. Ich spiele etwas die Sims, Fußballmanager und schaue dann noch und esse dann noch was. Also dann, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr mir irgendwas ergänzend sagen wollt, was ihr dazu denkt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Ihr könnt mich auch abonnieren, das Abo kostet nichts. Man braucht halt blöderweise einen YouTube-Kanal. Und ja, ihr könnt mich auch auf Facebook anschreiben, das ist dann die Ella Bella Flor. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail, es ist alles möglich. Das wäre dann die bell.riedmeier@outlook.com. Ich hoffe, dass ihr mir was schreibt, weil ihr könnt mir helfen, dass ich euch diese Thematik und alles näher bringe. Bis dann, bis nächste Woche am Mittwoch und ciao!